Moinsen, Leute, zu einer neuen Folge von Evolent. Da hebt doch gleich ab. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Okay. Wie ein Astronaut. Ich krieg das Lied nicht mehr aus dem Kopf. Das singt zurzeit alle irgendwie bei mir. Toro, Toro. Hier haben wir die ganzen Superhelden. Und hier hast du die Träne, meine Kleine. Ihr habt eine Nymphenträne? Im Heiligen Hain verschmelzen verschiedene Zeitalter. Passt also auf, dass ihr euch nicht verirrt. Junge, ich war gerade im Klitsch drinne. Das ist das bisschen hier ein Furz dagegen. Okay. Oh, ist der niedlich. Oh, so einen will ich haben. Er ist trotzdem niedlich. Du versetzt mich jetzt in die Vergangenheit, ne? Ja. Wonach die Babyschleimte waren. Der Typ lebt ja immer noch. Aber jetzt kommen wir vielleicht hier oben lang, wa? Ich weiß nicht, was ich hier mache. Das sage ich schon mal von Anfang an, ne? So. Hier geht's nicht lang. Das heißt, ich muss hier irgendwo einen Weg finden. Durch die Bäume durch. Ach man. Der Fluss hat auch keine pixeligen Sachen. Wartet mal. Was seid ihr? Dann bin ich jetzt wieder weiter vor. Geht doch mal weg, ihr nervt. Hier geht's immer noch nicht lang, ne? Nee. Was seid ihr eigentlich für komische Viecher? Hallo. Wir kommen bestimmt immer nicht oben vorbei, oder? Ja, natürlich fortfahren, was soll ich denn bitte schon machen? Ich habe schon mal einen Trick rausgefunden, man kann, aber das bringt ja nichts, ne? Nee. Und was ist mit Torem? Kannst du auch nicht vereisen. Kannst du so kaputt stampfen? Nee. Sobald ich einen Schritt zu weit nach links gehe, dann bringt das für mich um. Okay, wir waren noch nicht oben in der Gegenwart. Dann gehen wir mal oben lang. Fand ich die Glitzschritte irgendwie besser. Die waren irgendwie durchsichtiger. Das war das Falsche. Ja, stimmt. Hier kommt man wirklich nicht durch. Lol. Kann man die irgendwie rupfen oder so? Stimmt nicht, ne? Stirb. Hier oben komme ich auch nicht lang. Nein. Warum bewegt sich das Wasser hier so? Warte mal ganz kurz, habe ich gerade den Baum kaputt gemacht? Okay. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber ich habe einen Baum kaputt gemacht. Warum auch immer, ich habe aber den Baum kaputt gemacht. Ah,
Oder die falsche? Oder man kann ich das so. Ja, genau. Okay. Und jetzt müsste ich dann eigentlich in der Zukunft noch darüber kommen. Oh Gott, das ist zu viel für die Nacht. Also, gedächtnismäßig. Und vor allem die Viecher nerven auch überhaupt nicht, ne? So, hier ist jetzt kein Baum mehr. Und da drüben, der Baum steht noch. Gut, also komme ich hier schon mal dann nicht weiter. In der Baum, bloß weil der Baum hier weg ist. Verschanzt euch. Wie oft muss ich denn euch noch töten? Ich muss irgendwo darüber, irgendwie. Ist hier irgendwo ein Weg, wo man lang kann? Nee, ne? So ein unsichtbarer Weg wäre jetzt hier wohl die Krönung gewesen. Was bringt's mir eigentlich, diesen scheiß Holzklumpen da drüben, der ins Wasser zu schieben? Eigentlich rein gar nichts. Also ich könnte irgendwie das Wasser gefrieren. Ah! Die Dinger sind wie die Mammuts. Gut, danke. Verstehe jetzt. Okay. Trotzdem komme ich jetzt noch nicht an ihn vorbei. Was passiert, wenn ich jetzt das hier mache? Der steht ja immer noch unten, weil das war ja in der Vergangenheit passiert, ne? Obwohl, hier ist ja Zeit nichts wert, ne? So. Hi Schleim. Der nervt mich aber überhaupt nicht. Ach, hier ist er alt und grau. Okay. Die Kanne lebt hier auch. Ist natürlich auch unzerstörbar. Nice. Also es gibt eins, was sich nach vorne bringt. Und wieder zurück. Und eins, was sich zurückbringt, aber nach vorne. Letztendlich sind es aber alles die gleichen. Aber hier komme ich jetzt nicht vorbei, also muss ich in die Vergangenheit. Oh Gott. Warum, Spiel? Warum? Aber die Musik finde ich schön. So ruhig zum Nachdenken. Finde ich nice. Okay, jetzt komme ich jetzt hier oben lang. Warum war mir das so klar? Hallo.
Danke. So, jetzt wieder zurück. Ich frage mich auch, was ist da drüben für ein Monster sein? Ist egal. Ist jetzt nicht stören. Oh, der Mario-Pilz. Lass mich raten, die Pilze blockieren je nach, warum kann der Baum gucken? Je nach Zeit eben halt. Ihr seid gekommen, um unseren Hüter zu helfen. Mein Volk und ich werden euch weiterhelfen. Hört auf uns, wenn ihr nicht weiter wisst. Wenn sie groß genug sind, können die Tomatos verhindern, dass euch die Sadistiatischen finden. Was? Ah. Die Viecher. Okay. So, wann geht's hier? Hier sind die... Okay. Ja, hallo Kollege. Ach, die Tomatos. Ups. Entschuldigung. Geht's? Aua. Okay, also ich kann hier rüber. Ich kann aber gerade nicht durch die Zeit laufen. Ah. Oh, kannst du meinen Boden stampfen? Danke. Das ist doch eher nervig als irgendwie kreativ. Oh Gott. Wisst ihr nicht, für was das ist, aber einfach mal drauf drücken schadet ja nicht, ne? Ja, da oben ist eine Kiste, die sehe ich auch, da würde ich auch gern hin. Ich komme da nicht hin. Warum kann ich die Viecher nicht einfach zerstören? Ups. Achso, warte mal, wie sieht das aus, wenn ich jetzt hier in die Zukunft trainiere? Da blockiert sie den Weg. Ah. Geh weg. Ich mag eh keiner. Auf jeden Fall geht's voran. Oh, hey Bäumchen. Bist ja niedlich. Wenn sie groß genug sind, können die Tomate verhindern, dass wir euch die Satellisten fangen. Ja. Hi. Ich bin der Neue. Kommen jetzt öfters. Okay, das hätten wir jetzt auch hinter uns. Ich würde es noch nicht in der Zeit reisen. Ich muss mal gucken, was hier los ist. Ups, das war ein bisschen früh. Hä, willst du mich verarschen? Tomaten waren doch im Weg. Jetzt fühle ich mich auch verarscht. Ah, der Blubberts. Will ich nicht hin. Du. Gleich mal noch hier den Stein mitgetötet. Okay, das Ding soll erstmal auch so eine Art Speicherpunkt sein. Okay, dann machen wir das erstmal so. Wo geht's hier hin? Vergangenheit oder... Ah, Zukunft, okay. Das Ding schläft.
Das ist eine Kiste. Die Kiste kann ich nur in einer anderen Zeit aufmachen. Toll. Ich weiß zwar nicht, was hier los ist, aber okay. Da! Ich weiß nicht, ob das Spiel buggt. Aber ich komme da nicht durch. Und wir genauso wenig. Oder vielleicht, ob die Tomate nicht in der Luft sind. Ja, ja, ist ja gut. Jetzt geht's. Oh, ich muss sie in der Vergangenheit holen. Meh. Wie komme ich jetzt nicht durch? Ja, ist okay. Ich merke schon, du machst Schaden. Oh. Ist egal, ich muss sie auf die andere Seite. Also ich muss die Tomate so, letztendlich so dolle platzieren, dass sie genau da stehen bleibt. Aber ich muss sie so gut eben halt das machen können. Na komm schon. Ich verstehe das nicht. Die da wirklich auf dem Boden sind. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Okay. Jetzt ist er neu gedrückt. Den schadet es natürlich oder nicht, ne? Ah. Hoffentlich ist der Pilz da oben jetzt noch gedrückt. Aber ich glaube mal nicht, ne? Probieren wir es einfach aus. Ab in die Zukunft. Wäre schön, wenn der Pilz immer noch gedrückt werden würde. Und nein, ist er natürlich nicht. Hier ist er bestimmt auch nicht mehr gedrückt. Oder wusste ich das nur? So. Jetzt in der Zukunft. Und hoffen, dass der Pilz eingedrückt ist. Ja, ist er. So, für schon mal zu Mr. Blau. Die Zukunft ist so schön friedlich. Das war der falsche. Kann man dich. Ach, das ist mies. Oh, naja, was willst du machen? Also muss ich jetzt so aufpassen, wenn ich da jetzt durchlaufe. Muss ich so aufpassen, dass es eben halt nicht nur mich erwischt. Geht doch. War doch gar nicht so schwer, ne? Hierher kommt und
das hierher kommt und mich stört, wer? Yoda-Baum. Achtung, Shikoya. Das sieht ziemlich zäh aus. Verlasst euch auf mich, Shikoya. In diesem Kampf werde ich meine gesamte Stärke einsetzen. Ha. Wartet. Das ist ganz bestimmt der Hüter des Waldes. Cliffhanger. Bis zum nächsten Mal. Ciao.